Heute ist der 29.09.2020. Wir haben beide Urlaub und wir haben uns entschlossen, heute mal in den Harz an den Blauen See zu fahren. Ich habe ja gehört, der Blaue See soll schon fast versiegt worden oder versiegt sein. Wir überzeugen uns davon. Es sind uns soeben schon Leute entgegengekommen, die haben gesagt, der See wäre ausgetrocknet. Naja. Hier zu unserer Rechten soll dann der Blaue See sein. Aber es ist tatsächlich so, das müssen wir feststellen, er ist ausgetrocknet. Absolut ausgetrocknet, kaum zu glauben. Oder ich würde mir sonst hier. Vollkommen ausgetrocknet. Das war also ein kurzer Ausflug zum Blauen See. Gut, auch wenn er jetzt um diese Jahreszeit nicht blau gewesen wäre, aber es wäre doch zumindest schön gewesen, wenn Wasser drin gewesen wäre. Aber es ist ja keins mehr da. Stellt sich natürlich die Frage, ist das schon eine Folge des Klimawandels? Oder ist es um diese Jahreszeit immer so, dass weniger bis gar kein Wasser da ist? Man weiß es nicht.